Ich stehe hier vor dem Klinikum in Bernburg. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, dass der Betreiberkonzern Ameos, das ist also ein Unternehmen, was mit Gesundheit Geld verdienen will und Geld verdient, will hier dieses Krankenhaus hinter mir Stück für Stück abwickeln. Das ist aber notwendig für eine lebendige Stadt, dass es eine wohnortnahe Krankenversorgung gerade im Notfall gibt. Und die Notfallaufnahme ist bereits geschlossen worden. Angekündigt wurde, die Chirurgie und die innere Medizin zuzumachen. Das bedeutet de facto das Ende des Krankenhauses. Und ich stehe heute hier, um noch mal einen Appell zu richten an die in der Bundesregierung, in der Landesregierung und an alle Verantwortlichen in Stadt und Landkreis, alles dafür zu tun, dass diese Planung so nicht durchgeführt wird. Denn mit Gesundheit macht man keinen Gewinn. Ein Krankenhaus ist dafür da, Menschen gesund zu machen und nicht, damit man ordentlich Gewinn damit macht. Dafür kämpfen wir, haben ein Bündnis gegründet, sammeln Unterschriften. Weit über 1700 Leute haben in kürzester Zeit ihren Protest damit deutlich gemacht. Und deswegen bin ich hier als Linker und deswegen braucht es übrigens eine linke Partei, die die Verramschung und die Privatisierung von Gesundheit einen kleinen Riegel vorschiebt.